Schnell, intelligent, überall. Unter diesem Motto präsentieren wir hier aus der Route Hauptstadt Berlin nicht nur unsere neue Fritzbox 7580, sondern auch weitere Top-Highlights, die ich euch in diesem Video gerne näher vorstellen möchte. Schnellstes Heimnetz, das bietet euch die neue Fritzbox 7580. Voll ausgestattet mit einem ADSL-VDSL-Modem, einer Telefonanlage für Analog und ISDN und natürlich auch Schnurlostelefone kommt sie mit 4 Gigabit LAN-Ports daher. Das Neue an der Fritzbox 7580 ist der WLAN-AC Multi-User-MIMO-Standard. Was bringt ihr euch? Denkt an einen Supermarkt. 4 Kassen, nur eine ist offen, da gibt es dann schnell mal eine Schlange und es dauert etwas länger. Und so funktionieren WLAN-Netze heute. Und bei Multi-User-MIMO, da werden alle 4 Kassen geöffnet und das Ganze geht deutlich zügiger. So auch bei der 7580, bis zu 4 WLAN-Clients können gleichzeitig mit Daten versorgt werden. Und moderne Smartphones und Tablets beherrschen das bereits. Wenn ihr euren PC oder Notebook aufrüsten wollt, da bieten wir euch den neuen Fritz WLAN Stick AC Multi-User-MIMO an. Die Fritzbox 7580 bietet euch High-End-WLAN. Aber auch das neue FritzOS bringt einen WLAN-Beschleuniger. Im letzten FritzOS haben wir die Auslastungsstatistik der Frequenzbänder hinzugefügt. Und in dem nächsten FritzOS, das bereits als Laborversion verfügbar ist, da kommt mit Bandsteering eine neue Möglichkeit, wo die WLAN-Clients automatisch auf die beiden Frequenzbänder verteilt werden, sodass eure Funkzelle noch effektiver wird. Wenn es um die intelligente Nutzung von Geschwindigkeit geht, da bietet das nächste FritzOS eine weitere schöne Funktion. Wenn ihr nämlich einen WLAN-Gastzugang nutzt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, unter Internet festzulegen, wie viel Geschwindigkeit des Internetzugangs für euer Heimnetz reserviert wird. Also auch wenn Gäste online sind, könnt ihr hier zum Beispiel festlegen, dass 80% der Bandbreite für euer Heimnetz verfügbar bleiben. Intelligent geht es auch um Heimnetz zu. Denn rechtzeitig zur kommenden Heizperiode bringen wir den Fritz Deck 300, unseren Heizkörperregler für das Fritz-Heimnetz. Und passend dazu gibt es auch im kommenden FritzOS ein paar Neuerungen, zum Beispiel den neuen Startbildschirm für das Fritz Phone. Da habt ihr die Möglichkeit, direkt auf eure Geräte zuzugreifen. Und der Heizkörperregler ist momentan auf 18 Grad eingestellt. Das finde ich etwas kühl, deswegen kann ich hier direkt reingehen und kann sagen, den möchte ich gerne auf 20 Grad einstellen. Und übernehme das, wir gucken kurz und der Heizkörperregler springt auf 20 Grad. Ebenfalls neu im kommenden FritzOS, Temperaturaufzeichnung, Gruppenschaltung für die Heizkörperregler und eine ganz neue Möglichkeit, eure schaltbaren Steckdosen drahtlos per Hand zu bedienen. Die zweiteinfachste Möglichkeit, euer Heimnetz mit den Händen zu bedienen, das sind natürlich unsere Fritz-Apps. Mit der neuen MyFritz-App Version 2 für Android habt ihr vollen Zugriff auf Benachrichtigungen, euer Fritz-NAS, das Heimnetz und natürlich das Smart Home, egal ob zu Hause oder unterwegs. Die neue Version 2 für Android verfügbar und eine Überraschung für alle iPhone-User. Hier auf der IFA zeigen wir erstmals die neue MyFritz-App auch für iOS. Auch da geht es jetzt voran, auch da könnt ihr euch drauf freuen. Schnelle, intelligente Heimnetze überall, jetzt auch am Kabelanschluss, denn seit dem 1.8. gilt die Routerfreiheit und ihr könnt jetzt eure Fritzbox 6490 an eurem Kabelanschluss betreiben. Und eine Funktion, die ihr nur in der freiheitlichen Fritzbox habt, ist zum Beispiel das DVB-C-Streaming. Da führt die Fritzbox einen Sendersuchlauf durch, findet allerlei Fernsehprogramme und ihr könnt dann zum Beispiel mit der Fritz-App TV am Smartphone und Tablet auf diese Liste zugreifen, einfach antippen und schon geht Fernsehen los. Schnell, mit den neuesten WLAN-Standards, intelligent, mit neuen Produkten für das smarte Heimnetz und von überall nutzbar mit den Fritz-Apps. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unseren IFA-Neuheiten.